Herzlich willkommen zu einem Video mit Produkten von DIY Choose. Do it yourself, choose. Genau, so spricht man es. Ja, wir haben hier ein paar Produkte und die hole ich jetzt raus und zeige sie euch mal ein bisschen näher. Bild Nummer 1, Bild Nummer 2, Tool Nummer 1, Tool Nummer 2. Haben wir noch was hier drin? Nein. So. Wir haben ausgesucht eine Mappe für Steinchen zum Einsortieren. Wundert euch nicht, ich habe mich an meinem Geburtstag so ein bisschen gepiekt. Ja, also das ist jetzt hier eine schwer verwundete Anni. Wir haben ein paar Pinzetten ausgesucht. Die sind jetzt ganz neu bei DIY Choose und ich finde die einfach genial. Ich liebe ja spitze Pinzetten und guckt mal diese Farben an. Oh, I love it. Ich finde die so toll. Richtig, richtig toll. Die werden wir gleich uns genauer angucken. Wir gucken uns als allererstes jetzt diese Mappe an. Ihr wisst ja, ich habe schon solche Mappen. Und da meine schon voll ist, brauchte ich noch ein paar. Ich habe noch ganz viele AB-Steine und die müssen einsortiert werden. Also in diese Mappen kommen entweder AB-Steine oder wenn ihr ein Projekt gerade macht und die in Zipbeuteln aufbewahrt, die Steinchen, könnt ihr auch ein Projekt hier drin machen. Ihr habt in diesen schönen Mappen, ich weiß nicht, wie viele Seiten, ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich muss gleich mal gucken. Ich blende euch hier ein, wie viele Seiten ihr da drin habt. Ich weiß gerade nicht auswendig. Ich habe hier meine AB-Steine einsortiert, wie ihr seht. Und ich finde, es ist gelungen, oder? Es ist schon echt gut. Ich habe hier sogar noch 1, 2, 3 Seiten frei. Aber das reicht nicht für die Steine, die ich noch habe. Deshalb brauchte ich noch 1, 2 Mappen mehr. Da habe ich mir eine genommen, die dieselbe Farbe hat. Nee, ein bisschen dunkler ist es. Und hier sind auch dabei Aufkleber. Die ganzen Folien. Gucken wir mal rein hier. So, also wir haben hier auch ganz, ganz viele Zipbeutel. Die Zipbeutel sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Also, wenn ihr mit Diamond Painting gerade gestartet habt oder so, dann ist das ein perfektes Set, um ein Projekt reinzupacken, um Reststeine wegzusortieren oder. Also, das ist wirklich top. Diese Zipbeutel liebe ich. Ja, ihr seht, die sind nicht einfach so kleine billige Beutel, sondern die sind etwas dicker. Die sind wirklich richtig gut. Packe ich jetzt mal weg, weil davon habe ich schon ganz, ganz viele. Die muss ich nachher in eine Kiste sortieren, weil die werden definitiv benutzt für meine Reststeine. Dann haben wir hier, oh, noch mehr. Wie ihr seht, nicht gerade wenig. Ich glaube, 50 Stück sind dabei. Ja, dann haben wir Aufkleber, die ihr auf die Tüten packen könnt mit DMC-Nummern. Die kompletten DMC-Nummern sind da drin. Dann habt ihr auch noch diese hier für die Tic-Tac-Dosen. Sehr, sehr perfekt. Passen genau drauf. Ich habe noch so einen Bogen mit runden Aufklebern. Die kann man auch nutzen. Dann habt ihr in dem Set die leere Mappe. Und die Sammelfolien. Ich zähle die mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 7 oder 8 Sammelfolien habt ihr da drin. Ja, und da passt einiges rein. Jeweils immer 4 Fächer. Könnt ihr einiges reinpacken. Wenn ihr also dann das Ganze einsortiert, braucht ihr einfach nur hier den Öffner betätigen und die einheften. So. Zack. So sieht das Ganze leer aus und so sieht es aus, wenn es gefüllt ist. Kleiner Tipp, die gibt es in verschiedenen Farben, auch in Blau oder in Lila oder in Silber, glaube ich auch. Ihr entscheidet, welche Farbe ihr gerne haben möchtet. Ihr kennt ja sicher alle diese schwarzen Pinzetten. So, die habt ihr bestimmt alle mindestens einmal in euren Tools dabei gehabt. Die ist hier so spitz. Meine Katze möchte unbedingt rein, darf aber nicht. Und jetzt zeige ich euch diese hier.
Die sind, glaube ich, auch spitz. Ich hoffe es. Aber in verschiedenen Farben. Ich finde es so toll. Ja, die sind spitz. Die sind nicht ganz so spitz wie die Pinzette, die ich jetzt hier habe. Aber die reichen auch, um die Steinchen aufzunehmen. Wir werden es gleich testen. Und zwar packe ich mir in einen meiner neuen Schiffchen, die ich hier habe, ein paar Steinchen. Und dann nehmen wir mal die Steinchen auf. Tolle Pinzetten. Oh, I love it. So, ich habe mir jetzt mal ein Schiffchen genommen. Jetzt muss ich mir nur noch ein paar Steinchen nehmen. Ja, seht ihr sie? Und dann nehmen wir uns die Pinzette und nehmen ein Steinchen auf. So. Lassen sich super aufnehmen. Jetzt nicht so rum, sondern ne? Das sind die Pinzetten von Do It Yourself Choose. Also im Dreier-Set bekommt ihr die. Und ich finde, es ist eine tolle Alternative zu den schwarzen Pinzetten. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Könnt ihr immer nach Lust und Laune die Farbe nehmen, worauf ihr Bock habt. So bin ich. So mache ich das. So, die tue ich jetzt mal zur Seite und dann packe ich nämlich hier die Steinchen auch wieder weg. Und dann gucken wir uns die Bilder an, die ich ausgesucht habe. Ich habe zwei Bilder ausgesucht. Zwei schicke Bildchen. Moment. So. Übrigens, das sind die Schiffchen von Natis Kreation. Hier haben wir Bild Nummer 1. Bin ja mal gespannt, welches Bild in welchem Paket drin ist, weil ich weiß es nicht. Das weiß ich ja vorher nicht. Da haben wir... Oh ja, ihr kennt ja bestimmt mittlerweile die Disney-Bilder, die es gibt. Ich habe davon doch schon die Cinderella, die ich angefangen habe. Und hier habe ich mir Schön und das Biest ausgesucht. Ich habe so viele AB-Steine in Eckig, die möchte ich verarbeiten. Und dafür sind diese Bilder einfach perfekt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. So, hier ein bisschen verwunderlich. Wir haben hier einen Beutel mit Dickfett, ganz wie schwarz. Und der Rest ist in 200er Beuteln verpackt. Okay. Da sehe ich ein paar Nasen. Ich hoffe nicht, dass sich das auf das Bild dann auswirkt. Da muss ich dann austauschen. Guck mal hier. Die sehen ganz gut aus. Das sind Acrylsteine. So, die sehen doch schick aus. Also ganz viel schwarz. War ja klar. Ein Toolkit. Das herkömmliche Grüne. Wir haben 22 Farben, 40 mal 50. So, ich muss das mal eben hier festmachen. Ich möchte es euch ganz zeigen. So. Das ist die Fläche, die ich painten kann. Und ich möchte hier so ein paar Leuchtsteine einarbeiten, im Weiß und im Blau. Und hier AB-Steine, die dann so schimmern. Das wird so schön. Die Umrandung von dem Biest möchte ich in 310 AB, also so schimmernd, aber nur die Umrandung. Das wird richtig, richtig toll. Richtig toll. Ich habe schon so meine Ideen. Ne? Ja, wir gucken uns mal den Druck an. Und zwar sieht der so aus. Ja, bei dem S ist ein bisschen... Nee, ach so, geht schon. War jetzt nur der Fokus, okay. Also wir haben hier gut erkennende Felder. Auch die dunklen Farben erkennt man super. Ja, also das mit dem Lichtarbeiten hier ist schwierig. Ja, das ist die Schön und das Biest mit 22 farbeneckige Steinchen. 40 mal 50. Und dann haben wir hier, bin ich jetzt auch mal gespannt, dürfte eigentlich auch ein Disney-Bild sein, wenn ich mich nicht irre. Disney, Disney. Na, komm schon raus.
Ja. Hier haben wir 40x50. Auch wieder, nee, 23 Farben haben wir hier. Wir haben hier, erkennt ihr es schon? Alice im Wunderland. Grünes Toolkit. Ta-ta-ta-tam. Und hier haben wir Zip-Beutel. Hier ist alles in Zip-Beuteln verpackt. Muss mal eben hier das Licht ausnutzen. Die Steine sehen super aus. Die Steine sehen gut aus. Auch wieder Acryl, ganz viel Schwarz. Das ist der Nachteil an diesen Bildern. Die haben ganz viel Schwarz im Hintergrund. Also ja, das seht ihr ein bisschen schlechter. Steine sind super. 23 Farben, die im Cinnamon stehen dran. Legenden sind links und rechts. Und hier unten seht ihr Alice und den Hasen als Schatten. Und hier oben die Grinsekatze als Schatten. Und ich werde hier das Grinsen austauschen in Leuchtsteine. Ich werde das hier leuchten lassen. Das, das, das. Und sehr viele Babysteine einbringen. Ich habe noch ganz viele hier. Die werden alle benutzt. Ja, ich zeige euch mal den Druck von nahem. Da ist die Grinsekatze. Das Bild ist sehr, sehr schön und ich bin echt gespannt, wie das fertig aussehen wird. Die Umrandung von Alice werde ich auch mit 310 AB, damit man sie besser rausstechen sieht. So, da seht ihr den Druck besser. Sehr schön. Ich habe mir jetzt, ich glaube, bei verschiedenen Firmen jedes Bild von dieser Art ausgesucht. Also ihr werdet noch öfter diese Art von Bildern sehen. Von jedem Disney-Film. Von Ariel gibt es sogar zwei Stück. Also ich bin sehr gespannt. Ja, das war's schon wieder. Ich wollte euch nur schön kurz und knapp diese tollen Bilder zeigen. Do-it-yourself-Shoes. Die Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Ich schreibe hier eben noch das Bild hin. Eckig 40 mal 50. Alice. Na, Alice. Wonderland. So. Vielen lieben Dank an Do-It-Yourself-Choose für diese tollen Bilder und die schnelle Lieferung. Ich glaube, das waren jetzt auch 2 Wochen. 2, 3 Wochen. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, habt noch einen tollen Abend. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Tschüss.